Hallo Frankfurt, wir haben den 18.03.24 und es geht um einen Vorfall vom 1.03.24 in Frankfurt-Griesheim. Also, fangen wir mal an. Am 1.03.24 um 17.28 Uhr fahre ich die Waldschulstraße lang. Die Straße geht geradeaus vorne, wo das Weiße Haus zu sehen ist. Diese Querstraße sozusagen ist die berühmte Mainzer Landstraße in Frankfurt. Und da, wo der Radfahrer steht, geht's rechts rein. So, ich werde also ausgebremst, weil ich die Waldschulstraße entlang fahre, steht da ein Krankenwagen der Malteser. Ich musste ja jetzt warten, dass ich an dem vorbeikomme. Guck also nach rechts und was sehe ich da? Mehrere Polizisten, mehrere Sanitäter stehen da und lachen. Und dieses Lachen hat mich doch sofort in der Zeit zurückversetzt. So eine fiese Lache irgendwie kenne ich von der Flößerbrücke her. Also habe ich meinen Mofa abgestellt, bin an den parkenden Autos vorbei und habe mir das mal vom Bürgersteig aus angeguckt. Konnte ich natürlich nicht filmen. Und da liegt erwartungsgemäß, so wie die sich verhalten haben, ein Obdachloser auf dem Boden. Die Polizisten haben auch versucht, mit dem zu reden. Der hat auch geantwortet. Ich bin da nicht lang geblieben. Also es hat schon Dialog stattgefunden. Und da dachte ich, noch mal gucken, wie die Geschichte weitergeht. So, ich also wieder auf meinen Mofa, weil ich wollte jetzt auch nicht die Aufmerksamkeit da auf mich ziehen. Fahre an dem Krankenwagen vorbei und dann rechts rein, wo dieser Fahrradfahrer steht. Und da sehe ich doch, 17.30 Uhr war es mittlerweile, den Polizeiwagen, der da steht. Okay. Dann habe ich gedacht, bin mal gespannt, wie es weitergeht. Während ich den Polizeiwagen fotografiert hatte, muss der Obdachlose aufgestanden sein und ist über die Straße geschlappt auf die andere Straßenseite. Ich höre mit einmal nur, dass ein Wagen anfährt, gucke um die Ecke und denke, das gibt's doch nicht. Fahren die Malteser einfach fort. Ich meine, ein paar Minuten vorher habe ich ja mit eigenen Augen gesehen, wie der auf dem Boden gelegen hat, hat rumgewimmert und hat mit denen allen noch gesprochen und jetzt fahren die einfach weg. Da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Dreh also selber mit meinem Mofa um, weil ich habe jetzt Polizisten auf der anderen Straßenseite stehen gesehen, vor der Ahornapotheke. Park dann auf dem Bürgersteig und gehe jetzt hin. Die Polizisten stehen da, der Mann liegt wimmernd auf der Straße. Also habe ich ihn angesprochen und da sage ich, kann ich Ihnen helfen? Ist alles in Ordnung? Und er, nein, nein, mir tut alles weh. Und dann sage ich, was tut Ihnen denn weh? Und dann sagt er, alles, mir tut alles weh. Und dann habe ich gesagt, jetzt war doch gerade im Krankenwagen da, wollten die Sie nicht mitnehmen? Und dann hat er gesagt, nein. Und so lasse ich das jetzt auch mal stehen. Ich war selber hilflos, also ich habe gar nicht lange mit dem gesprochen, das war keine halbe Minute oder so. Polizisten stehen da, machen gar nichts, gucken nur. Ne? Und dann kommt zum Glück der Apotheker raus, spricht den Mann an, sagt, kann ich Ihnen helfen? Und wahrscheinlich die Macht des weißen Kittels, sagt er ja. Und dann hat er sich so aufgerappelt, dem hat auch keiner geholfen. Und dann hat der Apotheker gesagt, ich kann Ihnen was zum Trinken anbieten, Sie können sich dann erstmal setzen, also so ganz lieb, und hat den Mann mit reingenommen. Und was ich komplett unverschämt von der Polizei fand, ist, die sind nicht in Dialog getreten, die sind nicht zu dem Apotheker und haben gesagt, kann ich Ihnen helfen oder so, oder haben ihn aufgeklärt, dass sie jetzt, weil der Apotheker hat ja auch gesehen, dass der Krankenwagen weggefahren ist, dass Polizei da war. Ich finde, es wäre die Pflicht der Polizei gewesen, zumindest dem Apotheker eine Sachstandsmitteilung zu machen und zu sagen, wir waren jetzt 10 Minuten da, so und so war die Situation. Wenn es sich verschlechtert, dann rufen sie uns nochmal an. Also irgend so ein humanitäres Gespräch, nichts. Die sind gegangen und ich bin dann auch gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, genau so ist es in Frankfurt. Die lassen die Leute da liegen. Und der Andreas ist ja nur ein paar hundert Meter von der Waldschulstraße entfernt gestorben, weil die Polizei da auch weggeguckt hat, weil auch kein Krankenwagen ihn mitgenommen hat.
Es muss hier wirklich mal ein Rück durch die Bevölkerung gehen. Hier werden Menschen gequält unter unser aller Augen. Das ist wie in einem Horrorfilm. Obdachlose kommen ja nur in eins von vier Krankenhäusern in Frankfurt. Da haben sie schön Daumen drauf und können die wieder raussetzen, wie sie wollen. Das ist meiner Meinung nach gegen Gleichstellungsgrundsatz. Aber ich habe den Verdacht, das ist jetzt nicht bewiesen, dass bei Obdachlosen nur die Malteser oder die Straßenambulanz der Caritas gerufen wird und dass die Leute dann liegen lassen. Die werden schon im rechtlich sicheren Rahmen sich bewegen, das will ich gar nicht abstreiten. Dann müsste halt die Diskussion mal eröffnet werden, inwieweit dieser Rahmen vielleicht verkehrt ist, wenn er Menschenleben kostet. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Aber ich bin der Meinung, die Malteser werden gerufen, weil die wurden bei meiner Schwester zweimal gerufen und die haben sie auch liegen lassen im bittersten Winter im nassen Schlafsack. Und bei dem Obdachlosen hier in Griesheim hat man auch gemerkt, der war etwas verwirrt. Also das heißt, die Menschen erhalten keine Hilfe und das mitten in Europa. Es ist wirklich eine Schande, was hier läuft. Und wenn man jetzt denkt, die paar Minuten, die ich gefilmt habe, wie sie sich alle schön schnell verdrückt haben, humanitäre Hilfe für Obdachlose gibt es nicht in Frankfurt. Und der Einzige, der humanitär und menschlich gehandelt hat, ist der tolle Apotheker von der Ahorn-Apotheke. Also wenn ihr in Frankfurt seid, unterstützt den, kauft dort eure Medikamente ein, weil er hätte es nicht machen müssen. Der hätte sich auch umdrehen können, hätte nichts sehen brauchen, weil die Polizei und der Krankenwagen waren ja da. Und er ist raus und hat sich des Mannes angenommen, hat den unterstützt. Und da muss man echt sagen, Respekt und vielen Dank dafür und gute Taten müssen halt auch mal weitergetragen werden. Und deswegen bitte, bitte, bitte unterstützt den. Das ist einfach von Herzen ein guter Mensch. Auch solche Leute gibt es noch.